Hallo und herzlich willkommen zurück in Far Cry 3. Ich wollte hier heute mal versuchen, zur Testeinheit zu kommen. Da bin ich aber schon ein bisschen gefahren. Bin dann hier auf das schöne Lager gestoßen. Und dann muss ich hier noch eben was erledigen. Alles klar, da ist eine. Stand ich auf dem Auto? Bin ich da? Ich bin überhaupt nicht da. Oh. Das ist... Alter. Was heißt das denn, dieses Zeichen? Schwergewicht. Also es wird ein bisschen schwieriger hier, glaube ich. Wir sind ja auch schon relativ weit vorgedrungen in der Karte. Kommen wir hier hoch? Jetzt nehme ich den hier. Da oben ist noch wer. Alles klar. Sollten wir uns hier natürlich ein bisschen rumschleichen am besten. Da gerade runter. Du kannst ja gar nicht. Da habe ich nichts mehr drauf. Toll. Da hinten ist noch einer. Wir müssen hier immer ein bisschen strategisch vorgehen, indem wir einmal falsche Taste drücken. Er ist keiner, hoffe ich. Nur von denen einer. Ist ja ein Traum. Sie will mich verlassen. Mich? Fuck! Attacke! Alter, der über... Oh mein Gott, wir haben überhaupt keine Munition mehr in irgendwas. Ist natürlich ein Traum. Oh, scheiße. Das haben wir natürlich wieder toll gemacht. Was machen wir mit der Alarmanlage? Ist natürlich ein Traum. Wir sind in einer halben Minute da. Ja, es ist hier gerade alles ein bisschen heikel. Boah, ich glaube, das machen wir nicht lange hier. Auf jeden Fall. Boah, heiliger Bimmer. Haltet sich, wer kann. Meine Not! Meine Not! Alter, oh. Jo, gehen wir erstmal aufs Klo. Ich sag, gehen wir hier mal ganz geschillt hoch. Bin gar nicht da. Okay, da ist jetzt keiner mehr drauf. Was machst du denn? Nimm den. Das wollte ich. Hat man vielleicht gesehen. Ich wollte mir jetzt ganz schnell das Auto da klauen. Naja. Naja. Hat wohl nicht so ganz geklappt. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen mehr verdeckt vorgehen. Wegen den zwei Superbossen hier. Da sind auch sau viele hier. Auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal. Da haben wir ein, zwei. Jetzt ein bisschen Wind. Drei. Alles klar. Aus der Kamera raus, schnell. Boah, Junge. Das kann man da drüben. Da ist jemand. Ein Königreich für ein kaltes Bier. Gar nicht wehgetan. Da muss ich das über mit dem Takedown. Bei denen. Das funktioniert überhaupt nicht.
Ich muss ihn noch ein bisschen rumprobieren. Weil ich habe auch überhaupt keine Munition mehr. Toll, mitten im Flug. Yay. Ja, tut mir leid. Das ist gerade auch ein bisschen scheiße hier. Verdammt. Ist da was? Ich mache jetzt was. So. Feuer frei! So, jetzt bin ich weg. Jetzt verstecke ich mich wieder. Wollte einfach mal ein bisschen durchpreschen. Eigentlich wollte ich eh fahren. Warte, jetzt habe ich hier aber auch ein paar Leute am Hintern. Das war gar nicht schön. Und eine freudige Nachricht. Kobolds PC geht doch noch. Er hat sich nur einfach mal ausgeschaltet. Alles okay. Alles easy. Testeinheit. Oh nein. Wow. Was zum Glück sind die hier vorbeigefahren. Hallo? Hallo? Dieses komische Nachladefehler. Ich weiß nicht, was da los ist. Oh. Ein Brief. Verlorener Brief. Verlorener Brief. Ah, jetzt. Tadaus. Zweiter Brief. Meine liebste Gattin. Wer weiß, warum ich überhaupt wieder weiterschreibe. Vielleicht hoffe ich, dass ihr doch überlebt habt. Vielleicht hoffe ich, dass ihr irgendwie irgendwann heimkomme und dich und Aika wiedersehe. Mein Herz wünscht es sich so schmerzlich herbei, aber ich erahne doch die Wahrheit, dass du fort bist und Aika und Hiroshima. Major Mogi beobachtet mich mit abschätzigem Blick, als kenne er die Wahrheit. Doch wie sollte er? Ich ertrage es nicht, ihn anzusehen. Ich habe Angst, dass ich zusammenbreche und ihm von Hiroshima erzähle, wenn er mich wieder zur Rede stellt. Meine Kameraden versuchen, mich vor ihm zu schützen. Aber was habe ich nur getan? Erst habe ich es ihm aus Angst verschwiegen. Und nun ist es zu spät. In einem Moment der Trauer habe ich die Funkgeräte zerstört und alle hintergangen. Vielleicht ist es besser, wenn ich sterbe. Dann kann ich wieder bei euch sein. Bei dir und Aika. Tadao. Ja, das war, glaube ich, schon ein ganz netter Typ hier. Den habe ich mir gerade angeguckt. Wir haben jetzt 1, 3 und 10. Dieser Tadao. Der war wohl nicht so ganz zufrieden mit seinen Leuten. Dann hintergeht er die einfach mal. Ja, kann man ja mal machen. So. Ist ja nichts dabei. Oh. Oh. Gold, bitte. Und Aschspielkarte. Ja. Wollen wir mal hier gucken. Gibt's hier oder gibt's noch was? Nein, wir gucken jetzt. Machen wir in der Folge auch noch. So lange geht die auch noch nicht. Wollen wir einfach hier mal reinschauen? Was sind das für Geräusche? Oh, Geld. Geld! Ja, ja, da haben wir ja was. Hier ist liegt auch. Alter, wieso kommt das ganze Geld hierher? Ja, ich nehme es natürlich gerne mit. Hallo? Alter, hier liegt ja überall Geld rum. Boah, ist ja wie Weihnachten. Alter! Ist zwar nicht viel immer, aber es läppert sich. Überall Geld rum. Ich glaube, wir sind hier in so einem Art Labor, wo auch ein bisschen Geld gewaschen wurde. So sieht es aus. Deswegen liegt hier so viel rum. Und wir gewaschenes Geld ist immer gut. Ist auf jeden Fall nicht mehr schmutzig. Ja. Sieht so aus, als wäre hier irgendwie ein Labor gewesen.
Die ganzen Mikroskope und so. Ich hoffe doch, wir treffen da nicht auf ungebetene Gäste. Ich spring hier mal so ganz gerland rüber. Oh, vielleicht doch nicht. Eine Hundemarke. Da hinten gibt's nichts mehr. Alter, hier. Was? In den Käfigen ist wer? Alter, was sollen die machen? Menschenversuch? Das könnte natürlich auch sein. Ja, ich weiß jetzt hier von der Tessana, der forscht das Labor. Steht ja oben links. Sehe ich gerade. Aber was haben die hier getestet? Menschen? Was genau ist hier los? Ein bisschen Hintergrundgeschichte würde mich jetzt hier schon mehr freuen. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Alles klar. Hier sind noch ein paar Wasserfächer. Die aber leuchten die? Nee. Oh, cool. Alter, ich roll hier drauf. Cool. Nee, kann man runtergucken. Da unten ist noch eine Kiste. Die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Oh, hallo. Na, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja. Das wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich speichern. Naja. Naja, schade. Auf jeden Fall. Müssen wir da hier rüber? Da hier rüber. Hier kommen wir nicht lang. Alles klar. Also da wirklich ja auf jeden Fall vorgegeben. Aber wo kommt... Wie kommen die Vögel hier rein? Das verwundert mich ein bisschen. Wir sind ja auch hier schon voll weit unter der Erde. Wie kommen die Vögel hier rein? Oder waren die... Wurden die hier reingebracht? Und leben noch? Oh. Das ist natürlich ein... toller Schachzug, aber irgendwie verunsichert mich das jetzt auch, dass da Munition rumliegt. Da höre ich nämlich schon ein böses Tier. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen hier gleich ein bisschen... Och nein, keine Hunde. Och komm. Ich glaube, ich stelle mich bis dahin, dann bin ich schneller. Unterwegs auf jeden Fall. Das war die Kiste, die ich nicht von oben gesehen habe. Komme ich denn da hin? Oder war ich das schon? Aber ich verlaufe mich ja auch gerade ein bisschen. Obwohl die Wegführung eigentlich relativ einfach ist. Wieso liegt hier so viel Geld rum? Hallo? Ja, genau. Und dich da unten auch nochmal. Genau, so. Nimm da hier natürlich alles mit. So viel wir können. Unser Rucksack ist ja auch jetzt größer. Das ist sehr schön. Aber unser Geldbeutel leider nicht. Aber ich glaube, bis 5000 kennen wir ja jetzt. Mit Kit. Was erwartet uns hier? War hier mal so... Da steht ein Hund. Kennt ich ja von hier, oder? Killer. Natürlich funktioniert das nicht. Nein, wieso auch? Man sieht ihn ja nur voll gut und da ist ein großes Loch in der Wand. Aber es funktioniert natürlich nicht. Ah, Hund. Da steht ein Hund. Alles klar. Ich hoffe doch, da... Der kommt... Der kommt da nicht raus. Der kommt da nicht raus. Hat mich aber auf jeden Fall gesehen. Also ich hoffe, dass er nicht raus da kommt. Oh. Ja, den haben wir gerade nicht getroffen. Wir hätten uns sehr viel Ärger erspart. Wieso fällt er um? Süß. Boah. Alter. Och nein.
Oh, das ist so mies. Obwohl er total gemein war, der Hund, aber irgendwie ist das jetzt auch nicht schön. Oh, Mensch. Boah. Heiliger Bimbam, aber wir haben auch natürlich kein Leben verloren. Was mich auch ein bisschen freut, sonst hätten wir die Spritze jetzt schon wieder verschwenden müssen. Boah, ich will hier gar nicht mehr lang. Tierversuche, Menschenversuche, keine Ahnung. Vielleicht haben die Hunde abgerichtet auf Menschen und das ausprobiert. Oh, hallo Maus. Okay, man kann die Maus abschießen. Man kann die Maus abschießen. Ha! Lol. Ah, gibt kein Fleisch. Mhm. Ja, Mäusefleisch. Ja, was sollte man noch damit? Auf jeden Fall. Schade. Mhm. Ja, der Hund entdeckt mich durch die Wand. Wallhack. Der hat Wallhack. Band ihn. Ist auf jeden Fall geil hier unten. Was hat dieses Zeichen zu bedeuten? Hm, es muss eine Mission gewesen sein. Wenn die hier auch schon ein offizielles, inoffizielles, sagen wir besser, Logo haben. Oh, heiliger Bimbam. Nehmen wir mal ein bisschen mit. Keine Schaden. Boah, ich hab mich jetzt aber auch erschrocken, ey. Können die wie aus nichts? Leute, hier ist... Da gibt keiner mehr, aber die Hunde leben noch. Wallhack Hund. Wallhack Dark. Ein super Titel für die Folge. Voila. Halalalalala. Das ist ja nicht so erfreulich. Aber diese Hunde, wieso leben die Hunde? Das ist wirklich sehr merkwürdig. Ich hoffe, ihr versteht mich auch richtig. Ich habe hier das Mikrofon mal ein bisschen anders. Geld. Hm. Noch mehr Geld. Nachgeladen haben wir. Hier nicht. Das können wir auch mal machen. Ich glaube, da kommt was näher. Die haben wir ausgewählt. Nehmen wir mal Molly. Da war wer auf jeden Fall. Da war wer. Da war wer. So, ich mach mir erstmal den Kopf, den Hund. Da war noch einer. Da war noch einer. Die hört sich auch ganz nach Schlangen an. Alter, ist das krass hier. Ist das krass hier. Labor. Aber ich weiß nicht, ob das zur Hauptmission zählt. Weil ich weiß ja zurzeit nicht, wie die Hauptmission weitergeht. Deswegen mache ich hier einfach mal alles. So ein bisschen. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Gehört ja auch mit zum Spiel. Kann mir auch mal zeigen, die ganzen Nebenmissionen. Aber es wäre auch schön, wenn es mal wieder in der Hauptmission weitergeht. Okay, wir haben hier noch ein bisschen Mini. Das ist natürlich toll. Alles klar. Das machen wir mal so. So. Alter, wo kommen auch die ganzen... Wo kommen die alle her? Und wieso leben die hier alle noch? Und die ganzen Menschen sind schon Skelette. Hallo. Das machen wir so, weil... Die brauchen wir hier unten ja eigentlich nicht so im Snap. Das
deswegen kann ich die Munition dazu ein bisschen verbraten. Finde einen Weg, das Labor zu verlassen. Ja, ist natürlich toll. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Aha. Ja. Alter, dieser Wallhack-Hund. Boah, der regt mich auf. Schieben sich da Steine? Hört sich ein bisschen so an. Boah. Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich habe gedacht, da kommt ein Hund um die Ecke. Auf jeden Fall. Boah. Ist auch schon ein bisschen gruselig hier. Kann man sagen. Checkpoint erreicht. Boah. Wer da hinten ist, was uns noch erwartet hier unten. Das erfahrt ihr noch in dieser Folge. Ich mache noch keinen Cut. Ist einfach gerade zu spannend hier. Oder? Doch, ich mache einen Cut. Kurzen. Darf wir die Hunde da überstehen? Das erfahrt ihr doch erst in der nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare, ob euch dieses Spiel überhaupt gefällt. Far Cry 3. Und die alle anderen Spiele von mir auch. Natürlich. Könnt ihr auch bewerten. Lasst einen Kommentar da. Das wäre super nett. Denn dann kann ich auch viel besser einschätzen, was ihr davon haltet, wie es euch gefällt. Ihr könnt natürlich auch einfach ein Like da lassen. Geht natürlich auch. Aber wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Alles klar, schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.